Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinen Pazifismus-Runs, und zwar dieses Mal in der zweiten Generation, denn es geht heute um Entei in Pokémon Gold, und wir haben ja auch schon Raikou und Suicune behandelt und wollen jetzt die Raubkatzen so ein bisschen abschließen. Und ich hatte ja schon angeteasert, dass Entei wohl die meisten Probleme haben wird auf der Pazifismus-Route, weil das Pokémon einfach stellenweise nicht so tolle Matchups hat. Ich meine, Entei ist ein reines Feuer-Pokémon mit einer Basiswertsumme von 580. Und einige Werte sehen hier wirklich gut aus und generell ist das Ganze relativ ausgewogen. Wir merken aber die Gewichtung auf dem KP-Wert und dem physischen Angriff, was ein bisschen bedenklich ist, weil Entei will eigentlich speziell angreifen. Jede Feuerattacke in Gen 2 kann nicht physisch sein. Und das bedeutet, mein bester Angriff wird in weiten Teilen des Runs wahrscheinlich Return sein und das ist eine physische Normalattacke. Die ist zwar auch gut und so und ich kann meinen guten Angriffswert nutzen. Ja, es ist aber schade, dass Feuerattacken nicht so krass sein werden und ich werde auch generell erst sehr spät gute Feuerattacken überhaupt bekommen, erst Richtung Liga tatsächlich. Und ich habe drei Schwächen gegen Wasser, Boden und Gestein und Resistenzen gegen Pflanze, Feuer, Eis, Käfer und Stahl. Ich muss aber leider sagen, die Resistenzen kommen gar nicht mal so häufig vor und das ist ein bisschen schade. Ihr wisst Bescheid, Freunde, das sind meine Regeln, die ich immer anwende für meine Pazifismus-Runs. Ich darf auch heute mal wieder nur Kämpfe machen, die absolut Pflicht sind, also optionales Trainieren beispielsweise in der Wiese oder gegen Random-Trainer ist nicht erlaubt. Und die einzige Möglichkeit, optionale XP zu bekommen, ist über Rare Candies, die ich halt pazifistisch in der Region finde. Und die darf ich auch nur nutzen, als absolut letztes Mittel, wenn alle Stricke reißen sollten. Aber gut, ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem heutigen Run, aber mir war schon von vornherein klar, dass vor allem so Trainer wie Siegfried oder Trainer Rot praktisch unmöglich sein könnten. Aber die muss ich jetzt erstmal erreichen, ne? Ich meine, die sind erst sehr spät im Run und da muss ich erstmal hinkommen. Und wir starten natürlich auch dieses Mal mit, da war meine Starter-Pokémon und ich habe mich dieses Mal dazu entschieden, hier meinem Rivalen den Wasserstarter zu geben, damit er mich später mit Impagator sehr effektiv angreifen kann. Und wir wollen das ja immer so schwer haben, wie es irgendwie geht. Und ich denke, deswegen ist die Starterwahl hier relativ eindeutig. Die anderen Starter wären nicht so bedenklich gewesen. Und ich habe mein Pokémon dieses Mal Michael genannt, nach einem Zuschauer. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, wenn ihr auch mal wollt, dass ich halt ein Pokémon nach euch benenne, dann schreibt es sehr gerne unter den obersten angepinnten Kommentar, weil da könnt ihr euch dafür bewerben und das finde ich immer sehr cool. Und dann ging es auch schon los hier mit dem ersten Rivalen-Battle gegen halt sein Kanimani auf Level 5. Was natürlich hier noch nicht so viel tun kann, weil es hat einfach noch keine Wasserattacken gegen mich. Und das ist nicht so gut für den Rivalen. Ich meine, mein Pokémon hatte auch noch keinen Step-Angriff zu Beginn, aber immerhin Biss. Und damit kann ich hier neutral angreifen und den Gegner sogar zu 30% flinchen lassen. Man darf aber auch nicht so ganz vergessen, Biss ist hier eine spezielle Attacke und ich muss dafür leider meinen schlechten Angriffswert nutzen. Und das ist jetzt ein Problem, was uns eine Weile begleiten wird, weil eine gute physische Attacke bekomme ich erst später. Dadurch, dass wir jetzt aber keine richtige Attacke haben im Early Game, kann der Run jetzt sofort scheitern am Habitak-Trainer in Falks Arena. Weil der hat einen Habitak auf Level 9 mit Schnabel, was mich sogar mit Step angreifen kann. Und ich bin dort angekommen mit Entei auf Level 6, was halt deutlich, deutlich weniger ist. Und man sieht hier schon, der Fight war relativ knapp. Ich mache über Biss einfach nicht so viel Damage, weil ich halt einfach 3 Level drunter bin und Schnabel verursacht schon einiges an Schaden. Ich habe zwar einen guten KP-Wert, keine Frage, und auch eine solide physische Verteidigung, aber so viel Schaden kann ich dann doch nicht wegstecken. Und ich konnte den Habitak-Trainer nur besiegen, weil er mich nicht großartig gecrittet hat, im roten Bereich. Das Ganze war wirklich relativ eng und das ist halt nur ein Random-Trainer gewesen in Falks Arena. Jetzt kommt ja noch der Bosskampf, der deutlich schwieriger ist für gewöhnlich. Und dort könnte Entei theoretisch auch zerschellen. Witzigerweise habe ich jetzt aber gute Nachrichten und zwar kann Entei keine Flugattacken resistieren. Und es klingt erstmal schlecht, aber wenn man drüber nachdenkt, ist es bei Falk eigentlich was Positives. Weil dadurch sind dessen Flugattacken deutlich attraktiver und er wird nicht mehr so häufig Lehmschelle spammen, wie es beispielsweise bei Raikou der Fall war. Ich meine, sein Taubsi macht ihn normalerweise schon Lehmschelle, aber das ist halt relativ schnell besiegt über Biss. Das hat keine so guten Verteidigungswerte und ich war jetzt auch mittlerweile halbwegs solide gelevelt. Und als dann Tauboga reinkam, hat es einfach gar keine Lehmschelle mehr eingesetzt. Und das macht den Fight hier unglaublich konstant. Natürlich macht mir hier Windstoß relativ viel Schaden, so ist es nicht, auch wenn ich gute Bulkwerte habe. Aber wenn ich zumindest halbwegs konstant angreifen darf und nicht immer wieder daneben haue, weil ich bereits 3 Lehmschellen oder so gefressen habe.
dann sollte ich hier für gewöhnlich auch relativ eindeutig gewinnen und ich könnte ja sogar noch eine Beere tragen, um mir das Ganze leichter zu machen. Also Entei hat hier auf jeden Fall besser abgeschnitten als beispielsweise Raikou, was ein bisschen absurd klingt, aber so kann es halt laufen, Lebensschelle ist schon ziemlich nervig. Und nachdem ich dann im Einheitstunnel den Kleinsteintrainer mit Biss bekämpft hatte, weil er gegen spezielle Attacken nicht so viel tun kann, ging es weiter in Azalea City. Auch hier spielen mal wieder die Rocket-Rüpel keine allzu große Rolle, wie praktisch in jedem meiner Challenge-Runs. Wo es aber dann interessant wird, ist beim Rivalenkampf. Ich wusste, Kai in der Käfer-Arena, der wird relativ geschenkt sein und ich wollte deswegen den Rivalen zuerst machen, um die möglichst große Spannung hier rauszuholen. Und da will ich jetzt so ein bisschen auf den Starter des Rivalen eingehen. Man darf halt einfach nicht vergessen, Entei kann nicht so gut kämpfen gegen Wasser-Pokémon. Sein Nebulak ist hier vollkommen egal, weil dagegen habe ich Biss. Wenn mich das nicht random irgendwie paralysiert oder so, ist das in Ordnung. Aber Tyrakrok wird jede Runde Aquaknarre spammen und ich kann dagegen relativ wenig machen. Ich hatte mittlerweile Sternschauer, was hier physisch ist, und ich könnte auch Biss spammen, um ihn einfach flinchen zu lassen. Aber das war's dann. Mehr kann ich hier nicht rausholen und ich habe deswegen unzählige Male verloren und nicht wirklich Land gesehen. Tyrakrok war einfach zu gut gelevelt und Aquaknarre macht enorm viel Schaden, zumal die Spezialverteidigung von Entei auch gar nicht mal so gut ist. Natürlich wusste ich aber an der Stelle, dass ich halt theoretisch schon gewinnen kann, wenn ich einfach Biss spamme gegen Tyrakrok für diese 30% Flinchrate. Ich habe es ja zumindest outspeedet und es kann hier stellenweise passieren, dass Tyrakrok praktisch gar nicht mehr zum Angriff kommt. Und das Gute ist halt, ich kann mir Aquaknarre sogar ein bis zweimal leisten, denn ich kann ja auch eine Beere tragen. Und das dritte Pokémon vom Rivalen spielt praktisch gar keine Rolle, weil das ist nur ein kleines Zubat, was ich sowieso praktisch gar nicht wehren kann. Das kann ich einfach so two-shotten und solange ich noch ein paar KP habe, um von dem eine Attacke wegzustecken, ist der Rivale dann auch besiegt nach dem Tyrakrok. Das heißt, diesen Fight hier zu schaffen, hat mich zwar ein bisschen Zeit gekostet, es war aber durchaus schaffbar, bevor ich die Erfahrungspunkte aus der Arena von Kai vorgezogen hatte. Das heißt, dieser Kampf hier dauert zwar eine Weile, er ist aber durchaus schaffbar, ohne die Erfahrungspunkte aus der Käfer-Arena vorzuziehen. Und der Raikou, das er auch geschafft hatte im Raikou-Video, wollte ich das mit Entei ebenso hinbekommen und es hat funktioniert. Und ich konnte den Rivalen hier besiegen. Dadurch, dass ich aber jetzt nicht mehr weiterspielen kann, wenn ich die Arena von Kai nicht mache, bin ich da jetzt auch mal reingegangen und ich wusste natürlich, ich werde sofort gewinnen. Ich war jetzt aber gespannt zu sehen, wie viel Schaden Glut eigentlich macht. Die Attacke hatte ich mittlerweile und das ist eine 40er Base Feuerattacke mit Step. Nicht unbedingt das Beste der Welt, es greift aber zumindest alle Pokémon von Kai sehr effektiv an und es darf man nicht unterschätzen. Und ich habe hier sogar Safcon und Kokuna einfach so gewone-shottet über Glut. Die konnten sich gar nicht wehren und ich habe die natürlich auch outspeedet. Es kommt hier also praktisch nur auf das Sichlor an und es kann einfach nichts gegen mich machen. Das ist in drei Runden besiegt und in der kurzen Zeit kann es nicht mal eine große Zornklingen-Chain aufbauen und selbst die würde ich ja sogar resistieren. Und wenn es hier beispielsweise Quick Attack spammen würde, macht das natürlich auch keinen Schaden. Also Entei hat hier wirklich überhaupt nichts zu befürchten und selbst wenn ich die Arena vorm Rivalen gemacht hätte, wäre das ein First Try gewesen. Bei der nächsten Arena in Dukatia City sah das Ganze aber dann ein bisschen anders aus, weil das ist jetzt die normale Arena von Bianca und die ist ja bekannt für Miltank. Und was soll ich sagen, Freunde, Walzer trifft Entei leider sehr effektiv und das ist gar nicht gut. Ich komme natürlich hart unterlevelt an und kann eigentlich gegen Miltank nicht wirklich was machen. Ich habe noch nicht mal beispielsweise eine Kampfattacke, um das Ding sehr effektiv anzugreifen. Und ich wusste deswegen, dass die Arena hier ein ziemlicher Albtraum werden könnte, da ich eigentlich kein vernünftiges Out hier spielen kann. Ich habe einfach keins zur Verfügung. Ja, und sie hat natürlich auch ihr Pipi, was hier stellenweise schon recht nervig sein kann. Es hat beispielsweise Duplex Heap, um mich fortzubelasten, oder auch Metronom, um mich richtig krass fortzubelasten, wenn es mega viel Glück haben sollte. Aber selbst wenn ich hier auf einem guten KP-Wert bei Miltank ankomme, kann ich einfach überhaupt nichts machen. Ich hatte mittlerweile Kopfnuss zur Verfügung und das war jetzt gerade mein bester Move. Aber selbst nach einem Silberblick macht die Attacke einfach keinen Schaden und eine Walzer-Chain kann ich nicht mal kurzfristig überleben, geschweige denn langfristig. Und ich habe dann natürlich erstmal alles mobilisiert, was ich irgendwie kriegen konnte. Ich habe die Erfahrungspunkte im Dukatia Untergrund vorgezogen, die ich ja später bei der Rocket Story sowieso bereisen muss. Und ich habe jetzt Return gelernt aus dem Einkaufszentrum. Und das ist eine Normalattacke mit 102er Basisstärke bei maximaler Freundschaft.
Und dann habe ich sogar hier bei Miltank auf einen Burn gegrindet, um dessen physischen Angriff zu halbieren. Aber Überraschung, ich habe trotz diesem Burn und einem Walzermiss in der ersten Runde trotzdem nicht gewinnen können. Und es macht ja auch Sinn. Walzer macht dir doppelten Schaden und deswegen habe ich überhaupt keine Chance. Wenn es aber normalen Schaden machen sollte, nach dem Burn und meiner Schwäche mit eingerechnet, habe ich trotzdem noch keine Chance. Dann ist es zwar nicht mehr ganz so eindeutig wie Miltank, es bringt mir aber immer noch nichts. Und somit war mal wieder hier die einzig reelle Chance, an Miltank vorbeizukommen, einfach Lehmschelle. Die Attacke bekommt man logischerweise von Falk, das habe ich ja schon einige Male besprochen, und damit kann man halt die Genauigkeit des Gegners um eine Stufe herabsenken. Was Walzer sehr viel unkonstanter macht und ja, dann kann man hier theoretisch gewinnen, wenn das Ganze einfach extrem mettern sollte. Man darf aber nicht so ganz vergessen, Miltank kann ja auch stellenweise Stampfer spammen mit 100er Genauigkeit, das trifft häufiger und macht ja auch sehr guten Schaden. Und das Ding hat auch Milchgetränk. Wenn sich also Miltank hier entscheiden sollte, dass es nicht sterben möchte, kann ich es nie vernünftig besiegen über simplen Return Spam. Ich muss also selbst dann noch viel Glück haben, wenn die Lehmschelle mal mettern sollte. Es ist alles ziemlich unkonstant, aber ich fand diesen Lösungsweg hier schon ein bisschen besser als die mit dem Burn eben. Ein bisschen wahrscheinlicher ist es so durchaus. Und nachdem ich Bianca dann geschafft hatte, bin ich als nächstes zu Jens gegangen, nach Teak City, in halt die Geisterarena. Und ich wollte jetzt zunächst mal den Orden probieren, ohne die Erfahrungspunkte von den Kimono Girls vorzuziehen. Das heißt, ich bin hier angekommen, auf gerade mal Level 20, hart unterlevelt. Ich wusste aber, ich habe eine Bissattacke und kann zumindest sehr effektiv speziell angreifen. Und es ist ja schon mal was. Leider hat mich hier aber mal wieder der Spezialangriff von Entei einfach im Stich gelassen. Nicht mal sein Nebulak war safe One-Shot über Biss. Es war ein Range-Kill und deswegen hat Nebulak hier stellenweise Fluch rausgekriegt, um einen Versuch praktisch sofort zu beenden. Ich meine, dann habe ich einfach keine Chance mehr. Dann bekomme ich jede Runde dermaßen viel Schaden, dass ich mir den einfach nicht leisten kann. Und wenn dann Alpollo beispielsweise noch Nachtnebel einsetzt oder ich im Laufe des Kampfes hier eingeschläfert werde, habe ich gar keine Chance mehr. Und das Gengar ist hart überlevelt, hat sogar Spukball und auch Traumfresser. Es sah für Entei ziemlich mies aus und dass ich hier über Biss so wenig Schaden gemacht habe, hat durchaus sehr gemettert. Und deswegen habe ich hier einige Male verloren. Ich würde für den Fight hier vor allem zwei Sachen empfehlen. Ich würde zunächst mal jeden Versuch resetten, wo Nebulak nicht One-Shot ist, weil ganz ehrlich, den Fluch kann man sich einfach nicht leisten. Und ich würde hier auch mal wieder eine Minzbeere tragen, wie bei so vielen Runs gegen Jens. Ich meine ganz im Ernst, wenn man einmalig nicht eingeschläfert werden kann, ist viel von der Gefahr von Jens einfach gebannt. Hypnose hat nur eine Genauigkeit von 60%, auch auf einem Gengar, und er muss erstmal zwei Hypnosen hitten, um mich letztendlich dann wirklich einzuschläfern. Und dann kann er erst Traumfresser spammen. Und so weit wird es für gewöhnlich nicht kommen. Ich mache zwar hier über Biss nicht mega krass viel Schaden, aber genug, um Gengar hier schon nach ein paar Runden zu killen. Und die Alpollos sind sowieso Two-Shot. Und stellenweise kann ich hier auch Flinches verteilen, also das ist auch durchaus möglich. Und damit ist es auch manchmal nicht notwendig, Nebulak zu One-Shotten, wenn es einfach wegflincht. Auch das wäre theoretisch denkbar. Auch wenn ich das jetzt hier nicht hatte. Jens Arena war durchaus schwieriger als mit Raikou zum Beispiel, aber zumindest machbar. Und damit hatte Entei jetzt schon 4 Orden und das ist gar nicht mal so wenig. Dadurch, dass jetzt aber der Rivale in Teak City vollkommen optional ist, kommen wir sofort zu der Kampfarena von Hartwig. Und der gute Hartwig hat nur 2 Pokémon am Start. Sein Ace ist allerdings ein Quappo und das Ding hat Surfer. Und ihr wisst ja, dass ich halt mit Entei nicht so viele gute Outs habe gegen Wasser-Pokémon. Klar, ich kann Return jetzt mittlerweile spammen, was relativ guten Schaden machen sollte. Aber die Welt ist das trotzdem nicht. Es ist halt einfach ohne Step und ich greife nur neutral an. Und den heftigsten Angriffswert hat Entei jetzt auch nicht unbedingt. 115 Punkte, da habe ich schon krasseres gesehen. Immerhin reicht es aber für einen safen Two-Shot gegen Razaf mit Return und das sogar ziemlich deutlich. Und deswegen kann mich das hier nicht so krass vorbelasten. Wenn dann aber Quappo reinkommt, ist es nur manchmal mit 3 Hits besiegbar, also mit Range. Und das Ding kann mit Surfer unglaublich viel Schaden machen. Man sieht hier, wie viel Schaden Entei nehmen kann, wenn wirklich mal eine gute Wasserattacke gegen Entei eingesetzt wird. Das ist einfach unangenehm, vor allem bei einer Spezialverteidigung von nur 75 Punkten, weil Entei ist speziell durchaus angreifbar. Ja, und deswegen habe ich Quappo hier einige Male nicht besiegen können und es war erstmal eine ziemliche Wand. Und das Problem ist halt, normalerweise besiegt man Hartwig über Lehmschellen-Spam
und das habe ich letztendlich auch getan. Aber man macht normalerweise die Lehmschelle gegen die Hypnose und den Wuchtschlag von Hartwigs Quappo. Und die spielen hier gar keine so große Rolle. Das kann Hartwig zwar auch manchmal einsetzen, aber normalerweise macht er halt eher Surfer-Spam und das hat 100er Genauigkeit. Also war hier die Lehmschelle eigentlich gar kein so gutes Out, es hat aber nach einigen Versuchen zumindest funktioniert. Aber ich hatte selten bei einem Pazifismus-Run so viele Probleme bei Hartwig. Das ist schon keines Armutszeugnis für Entei, aber wie gesagt, Wasser-Pokémon sind einfach eine große Gefahr. Und wer jetzt denkt, dass die Stahlarena sofort geschenkt ist, weil ich dort sehr effektiv angreifen kann mit Glut, der hat sich natürlich auch geschnitten. Ja, ich mache hier halbwegs soliden Schaden über Glut, aber so ein Flammenwurf oder Feuersturm wäre dann doch eigentlich notwendig gewesen. Ich meine, den Magnetilos beispielsweise kann ich bekämpfen über Lehmschelle und hoffen, dass sie mich nicht paralysieren. Und es ist auch möglich, hier eine Antiparabeere zu tragen, um eine Paralyse einmalig abzuwehren. Wenn dann aber Stalos reinkommt, kann ich bestenfalls Glut spammen und absurd wenig Schaden machen. Ja, Stalos hat keine so krasse Spezialverteidigung, aber ich habe auch keinen so krassen Spezialangriff und es macht sich hier einfach bemerkbar. Und diese Stalos kann mich sehr effektiv angreifen über Steinwurf, was zwar nicht immer trifft, aber zumindest ziemlich häufig. Und leider kann Jasmin des Stalos auch nochmal komplett voll heilen, wenn es in Heal-Range fallen sollte. Das ist gar nicht mal so einfach hier. Ich war also am Ende des Tages darauf angewiesen hier, Lehmschelle gegen Stalos zu spammen. Genauso wie es Raikou getan hat. Irgendwie absurd, oder? Man kann natürlich dazu sagen, es wäre möglich hier Feuersturm zu besitzen, weil man kann es eigentlich in der Spielhalle kaufen. Die TMs sind aber so unfassbar teuer, dass ich die für gewöhnlich immer erst bei der Liga benutze oder halt vorher als letztes Mittel, wenn es sonst gar nicht weitergeht. Weil ich halte es gerade im Pazifismus für äußerst unrealistisch hier, schon mit so teuren Items rumzulaufen. Und deswegen nehme ich davon eher Abstand. Es ist ja mit Glut durchaus möglich, es ist nur relativ nervig und langwierig. Das Schöne ist aber, man kann hier stellenweise einen Burn bekommen und dann macht ihr Stalos nur noch halben Schaden und bekommt jede Runde Burn Damage. Und das kann dann schon ziemlich krass mattern. Und wenn man sowas hier in einem guten Try bekommt, wo man eventuell auch mal crittet oder so, kann ich mir auch vorstellen, das ohne Lehmschelle zu schaffen. Aber mit ist es halt konstanter, deswegen habe ich diese Strategie hier gewählt. Und das zweite Magnetilo kann dann auch alleine gegen mich nicht mehr so viel machen. Das sollte dann normalerweise auch besiegt werden. Wo ich dann aber ziemlich enttäuscht war, war bei Norbert. Weil das ist jetzt der Eis-Arena-Leiter und man denkt zunächst mal, okay, Entei kann den einfach so niederbrennen. Aber so ist es gar nicht mal. Ich meine, der hat zwei Wasser-Pokémon dabei. Eigentlich hat er hier gegen Entei ein prima Matchup und müsste mich ohne Schwierigkeiten besiegen können. Wenn er beispielsweise bei Yugong einfach so Surfer spammt, bin ich praktisch sofort tot und kann mich kaum wehren. Tja, aber traurigerweise hat Norbert keine einzige Wasserattacke im Team. Was hat man sich da bei Game Freak gedacht? Es ist die Eisarena und die darf auf gar keinen Fall Wasserattacken beinhalten? Es macht überhaupt gar keinen Sinn. Das Beste, was die Yurop und Yugong gegen mich einsetzen konnten, war Kopfnuss für überhaupt gar keinen Schaden. Und leider war auch das Keifel komplett langweilig, weil auch das hat tatsächlich keine Bodencoverage. Ich finde die Arena von Norbert wirklich schlimm designt und ich finde es auch schon für die damalige Zeit nicht in Ordnung. Da hat jemand überhaupt gar nicht nachgedacht und selbst so Attacken wie Blizzard sind hier Entei einfach vollkommen egal. Also der siebte Orden war ein sofortiger First Try ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Wirklich schade, also ich denke, Yugong hätte sehr spannend sein können und das hätte ich eventuell sogar flinchen lassen müssen oder so, um da vernünftig durchzukommen. Aber so war's easy. Wo es aber dann wieder ein bisschen schwieriger wurde, war halt in der Rocket Story. Und dort beginnen wir zunächst mal mit dem Smogon-Trainer, der 5 Smogons hat und ein Smogmog. Also ein volles Pokémon-Team, das auch stellenweise sehr nervig aufgestellt ist. Ihr wisst ja, bei Raikou zum Beispiel hatte ich hier große Schwierigkeiten, weil ich die Dinger einfach nicht vernünftig killen konnte. Aber hier kommt jetzt zum ersten Mal so wirklich krass die physische Stärke von Entei zum Tragen. Weil es ist hier möglich, die Smogons konstant zu killen über eine Lehmschelle into Return. Es hat jedes Mal funktioniert. Und das macht das Ganze hier um ein Vielfaches angenehmer. Dadurch ist es nicht mehr so konstant für die Smogons möglich, mich hier mit Rauchwolken zu belasten oder mit Schlammbad zum Beispiel zu treffen. Zudem kann man hier eine Anti-Giftbeere tragen, um halt einmalig nicht vergiftet werden zu können. Und dadurch, dass hier Lehmschelle nicht so viel Schaden macht, kommen die Smogons eigentlich nie in die Range, wo die sagen, okay, ich spreng mich jetzt mal in die Luft. Zumindest machen die das extrem selten. Und dementsprechend hatte ich hier eigentlich eine relativ gute Zeit.
Natürlich ist es immer noch ein anstrengender Kampf und man kann hier durchaus ein paar Mal verlieren, was ich auch getan habe. Das war kein First Try. Aber es ist sehr viel angenehmer gewesen, als mit halt Pokémon, die hier weniger Schaden austeilen können. Und es wäre noch umso besser gewesen, wenn ich hier beispielsweise Feuersturm hätte spammen können. Was aber etwas schade ist, ist hier folgender Fakt. Entei lernt im 30er-Bereich irgendwann Feuerwirbel und hat nicht sowas wie Funkensprung bei Raikou, was wirklich ein Stärkeboost ist. Feuerwirbel ist eher ein Downgrade und deswegen habe ich es gar nicht gelernt. Und deswegen muss ich jetzt wirklich bis zur Liga warten, bis ich richtige Feuerattacken bekomme. Und das ist irgendwie unnötig, aber da muss ich jetzt mit leben. Aber wie ist denn jetzt der Rivale gelaufen im Dukatia Untergrund? Ich meine, der hat jetzt zum ersten Mal einen Impagato dabei, er ist generell wesentlich stärker geworden und er kann mich sehr effektiv angreifen. Und ich habe nach wie vor bei weitem kein optimales Moveset. Also war da jetzt eine große Hürde? Ich muss leider sagen, nicht so wirklich. Das Problem ist leider, dass ein Impagator hier keine wirklich große Bedrohung ist, denn es hat nur Aquaknarre. Ich weiß beim besten Willen nicht, warum das so gemacht wurde, warum das hier nicht beispielsweise einfach mal Surfer beherrscht. Aber Aquaknarre ist mir halt vollkommen egal. Ich fresse ein bisschen Schaden, aber nicht viel. Man muss auch dazu sagen, Impagator ist kein wirklich gutes spezielles Pokémon. Das ist eigentlich physisch aufgestellt. Und deswegen ist es halt leider bis zur vierten Generation ziemlicher Trash und einer der schlechtesten Starter. Aber die anderen Starter, die ich irgendwie dem Rivalen hätte geben können, wären halt noch schwächer hier gewesen. Also hatte ich keine Wahl. Und die restlichen Pokémon vom Rivalen, die sind halt auch nicht so krass. Alpollo kann mich hier mit Glück irgendwie verfluchen, aber das wird nicht ausreichen, weil Sneebel und Magnetilo können mich praktisch gar nicht stoppen. Ich hätte Sneebel hier sogar fast gewone-shottet, weil es einfach Trash ist. Eines der schlechtesten Pokémon der gesamten zweiten Generation. Der Rivalenkampf hier war ein sofortiger First Try. Aber wenn Impagator stärker gewesen wäre, hätte das spannend werden können. So kommen wir jetzt aber direkt zur 8. Arena und das ist die Drachenarena von Sandra. Und hier habe ich einfach nur ein Horror-Matchup. Drei Dragoniers, die mich unbedingt paralysieren wollen und ein Seedraking, was Entei komplett beenden kann. Über Surfer fresse ich unfassbar viel Schaden, das Ding hat guten Bulk und kann ich sogar gegenheilen. Und ich muss es erstmal überhaupt erreichen. Also Sandra ist schon wirklich eine große Hürde. Und das ist so ein bisschen ein Vorgeschmack auf Siegfried, der ja noch viel schlimmer ist. Meine einzige Hoffnung hier vernünftig anzutreten, ist einfach sofort Glut aus meinem Moveset zu verbannen, um Kopfnuss wieder mit reinzunehmen. Und dann muss ich beten, hier Flinches zu verteilen. So kann ich stellenweise die Dragoniers daran hindern, mich zu paralysieren. Und Seedraking kann ich damit auch flinchen lassen, weil ich schneller bin als Seedraking. Wenn aber die Kopfnuss nicht funktionieren sollte und ich schaffe einfach keine Flinches, dann ist der Kampf hier ungewinnbar. Und nach wenigen Runden bin ich durch Surfer einfach so besiegt. Und das Seedraking hat sogar ziemlich viel Leben. Ich denke, es wundert an der Stelle keinen, wenn ich sage, dass das hier bisher der schwierigste Fight war. Ich brauche hier so viele Flinches, um zu gewinnen, es ist einfach mega unwahrscheinlich. Und ich muss hier theoretisch sogar dankbar sein, weil sie hätte ihr Seedraking auch an letzter Stelle benutzen können, nach den drei Dragoniers. Und dann wäre ich praktisch immer bei Seedraking paralysiert gewesen, was den Fight gegen Seedraking unmöglich gemacht hätte. Weil mit gesenkter Init kann ich ihn natürlich nicht flinchen lassen. Und dann hätte ich wirklich alle drei Dragoniers flinchen lassen müssen und dann noch das Seedraking. Das ist mir zumindest erspart geblieben, aber es war auch so schon, sehr sehr knapp nach etlichen Versuchen. Und das letzte Dragonier hat mich sogar fast noch besiegt. Ich bin im roten Bereich gelandet, aber konnte den achten Orden dann mitnehmen. Auf jeden Fall kein leichter Kampf und ein schlimmer Vorgeschmack auf Siegfried. Bevor ich jetzt aber zur Liga kommen kann, reden wir erstmal über den Rivalen in der Siegelstraße und der war einfach nur komplett lächerlich. Und das nicht, weil er mega schwierig war. Er war leider viel zu leicht und das kann ich jetzt erklären, weil leider kann der überhaupt nichts. Der ist hier erstens komplett unterlevelt, man sieht es ja hier, ich habe pazifistisch gespielt und bin trotzdem fast 10 Level über ihm. Ja, und sein Impagator, was recht gut gelevelt ist, hat immer noch nur Aquaknarre. Ich würde wirklich gerne wissen, wie das sein kann, dass ein Entwickler denkt, dass das eine gute Idee wäre. Warum nicht immerhin Surfer? Ist ja okay, wenn es keine Hydropumpe hat, aber naja, ich werde Sneebel greifen. Und die restlichen Pokémon vom Rivalen sind einfach Schmutz. Sneebel kann gar nichts, Golbat kann mich eventuell verwirren, aber selbst das hält mich nicht auf. Alpollo kommt jetzt ganz sicher nicht mehr zum Fluchen. Kadabra hat keine Verteidigungswerte und auch keine Level offensichtlich, es ist ebenfalls krass unterlevelt. Und Magneton stoppt mich dann auch nicht mehr. Ich habe dagegen nach wie vor Lehmschelle und der Rivale kann einfach gar nichts machen.
Ein sehr langweiliger Fight durchaus, und ich denke dementsprechend, der schwierigste Rivale war in Azalea City, was eigentlich nicht so sein sollte, aber gut, so ist es nun mal manchmal bei solchen Challenge Runs. Und damit habe ich jetzt das Liga-Gebäude erreichen können auf Level 44, was zumindest ein bisschen besser gelevelt ist als Willi, aber halt deutlich schlechter als Siegfried. Und vor dem hatte ich jetzt auch die meiste Angst. Aber ich muss den jetzt erstmal erreichen, ne? Weil es kommen vorher noch 4 weitere Kämpfe, die auch nicht so leicht sind. Und die werden wir jetzt zunächst mal durchsprechen, um so ein bisschen in Stimmung zu kommen. Und das erste, auf was ich hier Bezug nehmen möchte, ist die Attacke Feuersturm. Ich hatte sie mittlerweile gekauft, aber die lohnt sich einfach nicht immer. Gegen die Xatus beispielsweise ist Biss into Return einfach besser. Erst auf die Flinch-Chance hoffen und dann finishen. Und Return macht halt wirklich meistens nur einen Strich weniger Schaden als Feuersturm, trifft aber safe, also wozu die Feuerattacke großartig spammen. Es kann sich manchmal lohnen, wie beispielsweise hier gegen sein Kokowai, aber halt nicht immer. Sein Rossana beispielsweise ist mit Return besser bedient, weil es keine physische Defense hat. Ja, Willi ist aber generell kein so starker Trainer. Sein Lamos misplayt die ganze Zeit, seine Xatus können mich bei weitem nicht one-shotten und Psychokinesen zum Beispiel kann ich ganz gut wegstecken. Ich fand den Fight hier nicht so schwierig und ich habe ihn sofort gefirst-tried. Ich habe aber auch am Ende meinen Feuersturm getroffen, also ein bisschen Glück hatte ich dann schon. Der einzige Kampf für den Feuersturm, aber wirklich krass notwendig war, war der Kampf gegen Koga. Ich meine, der hat einen Ariados und einen Forstelka, beide mit Feuerschwäche und dann später auch noch einen Omod mit Feuerschwäche. Da lohnt sich die Attacke natürlich extrem. Und man muss halt auch sagen, Feuersturm hat keine so schlimme Genauigkeit. 85% sind auch verkraftbar, da sollte man meistens treffen können. Ist halt ähnlich wie Steinhagel zum Beispiel. Ja, und die anderen Pokémon wie beispielsweise Slimog oder X-Bart können hier nicht so viel gegen mich machen. Wenn die mich toxinieren sollten, kann ich dagegen eine Anti-Gift-Bäre tragen. Mein Itemslot ist ja gerade noch relativ frei. Und ja, sowas wie Doppelteam muss halt einfach nicht mattern. Und wenn ich hier über Return spamme, habe ich ja auch 100 Genauigkeit. Es sollte dann irgendwann mal treffen. Und leider ist halt auch Koga offensiv keine so große Bedrohung. Ich meine, Giftattacken zum Beispiel, da hat Entei schon Schlimmeres gesehen. Die treffen alle physisch, also auf den besseren Verteidigungswert. Da kommt Entei sehr gut durch. Koga war gar kein Problem und ich würde sogar sagen, er ist wesentlich leichter als Willi. Sogar mit einem großen Abstand, würde ich sagen. Der dritte war dann aber Bruno und der war deutlich schwieriger, als ich es gewohnt bin. Denn sein Capoeira hat hier Schaufler, um mich sehr effektiv anzugreifen, und sein Onix hat leider Sandsturm. Und dadurch, dass der Kill gegen Bruno eine Weile dauert noch, nachdem Onix besiegt ist, muss ich ganz viele Sandsturmrunden einfach so hinnehmen und kann nicht wirklich was gegen die machen. Sandsturm ist halt wirklich ärgerlich und ich kann es nicht verhindern, weil ich kann Onix nicht one-shotten. Selbst über Eisenschweif beispielsweise würde Onix einfach so überleben, weil es eine so gute physische Verteidigung hat. Ja, nach Onix muss ich dann auch Machomai, Kikli und Nocturne besiegen, die mir natürlich auch stark zusetzen können. Wenn aber Machomai beispielsweise missplayen sollte über Gesichte, dann ist der Kampf trotzdem relativ gut gewinnbar. Ich meine, Nocturne zum Beispiel macht bestenfalls Tempo-Heap-Spam, was mäßigen Schaden austeilt und es sollte dann irgendwie schaffbar sein. Aber Bruno ist schon knapper als bei diversen anderen Challenge-Runs. War ein bisschen ungewöhnlich, dass ich hier ein bisschen gestruggelt habe und vor allem, dass Onix mal eine echte Bedrohung war, weil das ist ja normalerweise eher lachhaft. Aber Entei hat einfach kein gutes Out dagegen. Dafür war der Kampf gegen Melanie aber eigentlich ganz in Ordnung. Das ist die Unlichttrainerin und es dauert ein bisschen, ihr nach Tara zu besiegen, weil ich kann es ja wie gesagt nur neutral angreifen über Return und das macht halt nicht ultra viel Schaden und ich könnte beispielsweise verwirrt werden oder mit Sandwirbel angegriffen werden. Aber wenn es nicht zu sehr mattert und ich beispielsweise auch eine Anti-Verwirrungsdere tragen sollte, dann ist nach Tara nach wenigen Runden besiegt und dann geht's weiter mit Gengar, was ich Two-Shotten kann über Biss im Idealfall. Natürlich kann ich hier über Schlecker paralysiert werden und Gengar könnte mich auch verfluchen. Die Chance, dass das passiert, ist aber nicht unbedingt allzu hoch. Und wenn dann Kramurks reinkommt, ist das One-Shot über Return, weil es einfach ein furchtbares Pokémon ist. Ihr Hundemon kann nicht so viel tun, weil Knirscher kann ich ganz gut wegstecken und es ist Two-Shot einfach so über Return. Und gegen Gifloor habe ich Feuersturm. Und wenn ich treffen sollte, ist das sofort One-Shot. Also Melanie war eigentlich sogar leichter als Bruno. Aber jetzt kommen wir zu dem Fight, auf den wir alle gewartet haben, und zwar Siegfried. Und der ist selbstverständlich von der Schwierigkeit her auf einem vollkommen anderen Level als der gesamte restliche Run bisher. Denn der ist einfach nur unfair aufgestellt. Siegfried hat hier einfach mal Garados, Aerodactyl, 3 Dragorans und ein Glurak.
Mehrere Pokémon davon können mich sehr effektiv angreifen und haben eigentlich gegen Entei hier ein absolut perfektes Matchup. Und ich muss da jetzt trotzdem irgendwie durch, ohne noch weitere Attacken dazu zu bekommen. Wie gesagt, ich kann Iron Tail lernen, also Eisenschweif, um zum Beispiel Aerodactyl sehr effektiv anzugreifen. Das geht, das habe ich hier eben schon bei Onix angesprochen, aber das war's dann. Viel mehr Coverage hat Entei einfach nicht zu bieten. Jetzt aber die guten Nachrichten. Sein Gyarados wird praktisch immer missplayen über Regentanz und es Two-Shot über Return, also ist sein Wasser-Pokémon schon mal kein Problem. Und dann geht's weiter mit Aerodactyl, was mich sehr effektiv angreifen kann über Steinhagel und ja, es könnte mich auch flinchen lassen. Wenn ich aber durchkomme mit Eisenschweif, ist das einfach so One-Shot. Und dann kommt ein Dragoran rein. Und bei Dragoran kann ich mich jederzeit gegenheilen, einfach so über Erholung into Minzbeere. Ich habe ja bisher Erholung nicht wirklich verwendet, damit wäre auch Bruno wesentlich leichter gewesen, aber ich wollte mal schauen, wie weit ich komme ohne die Heilungsattacke. Und ja, tatsächlich ist Erholung bei Siegfried hier unglaublich wertvoll. Und was auch wichtig ist, ist Kopfnuss. Damit kann ich einfach so Siegfrieds Pokémon flinchen lassen, wenn ich der Meinung bin, dass der reine Schaden über Return gerade nicht die beste Wahl ist. Denn Flinches können hier unglaublich gut sein, um die Kills vorzubereiten gegen die nächsten Pokémon. Und wenn hier beispielsweise Siegfried mal einen Hyperstrahl oder so abfeuert, kann er auch gerne mal aussetzen und das kann man wieder zeitlich nutzen, um sich gegenzuheilen. Dieser Kampf hier ist ein einziges großes Ressourcenmanagement, aber ich muss hier echt mal Entei loben. Es ist eigentlich sogar ganz gut hier durchgekommen. Ich dachte eigentlich, dieser Kampf hier wäre fast unmöglich. Weil Angeberei zum Beispiel ist pazifistisch nicht erhältlich, also Cheesen, hätte ich den Fight nicht wirklich können. Und ja, leider habe ich einfach keine gute Coverage hier. Aber Return und der gute Bulk von Entei in Kombination mit Erholung an den richtigen Punkten kann vollkommen ausreichend sein, um den Fight hier abzuschließen. Und ich meine, Glurak zum Beispiel, kurz bevor der stärkste Dagoran reinkommt, ist halt praktisch überhaupt keine Bedrohung. Da kann ich mich sehr gut gegenheilen und mich auf den Kill gegen das Level 50er Dragoran vorbereiten. Und ja, das ist natürlich stark mit seinem Wutanfall, keine Frage. Wenn es das nutzen sollte, kann es sehr, sehr eng werden und es hat auch noch andere gute Angriffe. Aber wenn ich da auf einen guten KP-Wert ankomme, habe ich echt eine reelle Chance, hier zu gewinnen. Und ich würde sogar deshalb sagen, Entei ist hier besser durchgekommen als Raikou. Und das sagt schon einiges aus für ein Pokémon, was hier eigentlich von zwei Mons sehr effektiv angegriffen wird und selbst praktisch alle Pokémon nur neutral treffen kann. Aber ja, es ist möglich, pazifistisch die gesamte Johto-Region durchzuspielen und Champ zu werden, nur mit einem Entei. Und das ist schon wirklich ziemlich cool. Und ich habe gar nicht mal so lange bei Siegfried gehangen. Ich habe nur ein paar Mal verloren. Aber damit können wir auf jeden Fall festhalten, das eigentliche Playthrough ist so durchaus machbar. Und damit haben wir jetzt alle legendären Raubkatzen zumindest schon mal Siegfried besiegt. Aber das war es natürlich noch nicht so ganz. Es gibt auch noch das Postgame mit den 8 Kanto-Orden und Trainer Rot und das wollen wir jetzt auch noch machen. Ihr wisst Bescheid, Freunde, die meisten Kanto-Orden sind nicht wirklich erwähnenswert, weil die einfach nur unfassbar leicht sind und unterlevelt sind. Aber Blau-Eich in der 8. Kanto-Arena und halt Trainer Rot sind durchaus interessant und über die wollen wir jetzt im Detail sprechen. Und ich würde sagen, damit starten wir jetzt. Und das erste, was man sich sofort in Kanto holen sollte, wie so häufig, ist das Item Überreste. Weil damit kann man sich jede Runde kontinuierlich heilen und es ist einfach ein mega starker Buff. Immer wieder eine sehr gute Sache und es macht Entei hier nochmal sehr viel stärker. Und dann ging es weiter mit Blau-Eich. In der 8. Kanto-Arena. Und er hat 6 Pokémon, alle mit verschiedenen Typen und er hat ein echtes Champ-Team. Der ist für viele Runs sogar noch deutlich schwieriger als Siegfried. Und über den hatte ich mir ja schon Gedanken gemacht. Es könnte also anspruchsvoll werden, auch wenn ich jetzt die Recovery habe über die Leftovers. Man darf die jetzt auch nicht überbewerten. Und ich muss schon sagen, der Kampf hier fängt sehr schwer an. Ich meine, sein Tauboss ist vollkommen egal, das kann mich vielleicht ein bisschen vorbelasten, aber das ist keine echte Bedrohung. Aber spätestens wenn dann Rizeros reinkommt, wird's extrem bedenklich. Ich kann es bestenfalls zuschotten über Eisenschweif, und es wird sehr häufig einfach so Erdbeben drücken, was mich zwar nicht one-shottet, aber extrem heftig vorbelastet. Und selbst wenn ich dann meine beiden Eisenschweife treffen sollte und Rizeros erfolgreich besiege, geht's einfach weiter mit Gyarados, was Regentanz und Hydropumpe hat. Und wenn ich bereits vorgeschwächt sein sollte vom Rizeros, ist Regentanz nicht mal mehr notwendig. Ich werde also komplett zerstört und dieses Gyarados könnte sich sogar gegenheilen über Tränke, wenn ich es in die Heal-Range haue. Das sieht überhaupt nicht gut aus für mich.
Und das ist halt der Hauptgrund, weshalb ich hier extrem viel Zeit verschwendet habe. Ich meine, Taubos kann ich immer besiegen ohne Probleme, aber spätestens wenn Rizeros Erdbeben macht, sollte man am besten resetten. Es macht aber auch manchmal nur Sandsturm. Aber dieses verdammte Gyarados zu besiegen, ist einfach unglaublich unwahrscheinlich. Das Beste, was man tun kann, ist hier, einfach Kopfnuss zu spammen, um auf ganz viele Flinches zu hoffen. Und wenn man nicht vorgeschwächt ist durch das Rizeros, muss halt Gyarados erstmal im Regenhydropumpe einsetzen, um mich auch loszuwerden, also um Entei zu besiegen. Und dann hat man ein bisschen mehr Spielraum. Aber wie gesagt, Blau Eich kann auch noch Tränke zücken, um Gyarados wieder voll zu heilen, was den Kill hier extrem in die Länge zieht und noch sehr viel schwieriger macht. Aber das Schöne ist, wenn Gyarados irgendwann mal besiegt ist, dann sieht es eigentlich relativ gut aus, weil dann hat eigentlich Blau Eich mir nicht mehr so viel entgegenzusetzen. Das nächste Pokémon ist dann Simsala, was physisch nichts aushält, also das ist sofort besiegt. Sein Arcani hat ein furchtbares Matchup gegen mich, weil ich kann der Feuerattacken natürlich resistieren. Ich mache also hier bei Return guten Damage und sollte eigentlich das Arcani sehr konstant besiegen können. Und dann kommt noch ein Kokowai rein. Und ja, ich hatte derzeit keine Feuerattacke im Moveset, aber was soll Kokowai großartig machen? Ich kann sogar theoretisch hier, wenn es nochmal brenzlig werden sollte, wieder auf Kopfnuss gehen und nochmal auf Flinches hoffen. Auch das wäre durchaus noch eine Option gewesen. Blau Eich war insgesamt eigentlich ganz in Ordnung, ich habe aber schon ein bisschen gebraucht, um dieses verdammte Gyarados zu outen. Es hatte einfach ein so gutes Matchup gegen mich, dass ich da relativ alt ausgesehen habe. Tja, und dann kam natürlich Trainer Rot. Und jetzt wird es richtig hässlich. Seine Pokémon sind im hohen 70er Bereich, wenn nicht sogar auf Level 81 im Falle von Pikachu. Und ich habe jetzt extrem Leistungsdruck. Weil Suicune und Raikou haben den Kampf geschafft, ohne zu leveln. Und ich wollte das mit Entei theoretisch auch hinbekommen. Ich muss aber sagen, es sieht nicht allzu gut aus auf den ersten Blick. Bereits Pikachu ist ein absolutes Monster. Ich kann halt nicht wie mit Raikou einfach so Elektroattacken resistieren. Das bedeutet, wenn mich Donner treffen sollte, fresse ich so viel Schaden, dass ich praktisch schon aufgeben kann. Und wenn das Ding beispielsweise Charm einsetzt, macht Return kein Damage mehr und ich werde diese Angriffskraft auch nie wieder zurückgewinnen. Also auch dann habe ich praktisch instant verloren. Und selbst wenn ich hier Pikachu besiegen sollte, was ich auch mehrfach gegenheilen könnte, über Tränke, kommt irgendwann Psyana rein mit Psychokinese und macht mich einfach fertig. Und das Teil wäre ebenfalls nicht One-Shot und hat sogar Reflektor. Das ist alles keine faire Kombination und ich wusste, ich muss hier setupen. Aber jetzt kommen wir zu dem Problem, was ich bereits im Raikou-Video angesprochen habe. Entei kann hier einfach sehr effektiv zerstört werden. Wenn ich setupen sollte, so ein bisschen, bei Pikachu zum Beispiel, dann ist das denkbar. Und dann kann ich sogar manchmal Psyana besiegen aktiv. Aber als drittes Pokémon kommt dann nicht Relaxo rein, sondern einfach Turtok. Was mich immer outspeeden wird, weil ich ja in der Init gesenkt bin aufgrund von Fluch. Und das Teil zerstört mich komplett über Surfer. Überhaupt gar keine Chance und es wird auch niemals was anderes einwechseln. Und die Flinkklaue beispielsweise ist pazifistisch auch nicht erhältlich. Ich kann da einfach überhaupt gar nichts tun. Und deswegen ist der Fight auf diesem Level hier nicht vorstellbar. Ich muss also an der Stelle leider verkünden, ich musste hier einige Rack-Handys einwerfen, und zwar 4 Stück an der Zahl, was ja pazifistisch sogar kein Problem ist, weil die kann ich ja in der Region finden. Und sobald ich Level 61 erreicht habe, kann ich ja Angeberei lernen, und dann ist der Fight hier vorstellbar. Ihr müsst wissen, es gibt Angeberei, auch als TM im Leuchtturm, aber das ist pazifistisch leider nicht holbar, ähnlich wie halt die Flinkklaue im Käferturnier. Man kommt da einfach nicht hin, ohne optionale Trainer zu machen. Und dementsprechend muss ich hier auf meinen Level-Up-Move warten und es damit klären. Und da es möglich ist, ohne Fluch hier Turtok zu outspeeden, kann ich es mit Angeberei belegen und so tatsächlich auch schlagen. Ja, und wenn dann irgendwann dann doch Relaxo reinkommt, kann ich dort mein ganz normales Fluch-Setup machen und den Fight hier zu Ende führen. Und dadurch, dass natürlich auch Entei physisch deutlich stärker ist als beispielsweise so ein Raikou, kriege ich auch die Kills hin. Wenn ich auf plus 6 bin, kann ich Glurak und Bisasflor einfach so safe one-shotten, ohne dass die ranged sind oder weggecrittet werden müssen. Das ist dann alles nicht mehr notwendig. Und ich kann an der Stelle noch dazu sagen, wenn man sich Angeberei aus dem Leuchtturm holen sollte, dann kann man diesen Fight hier auf einem noch etwas kleineren Level abschließen. Es ist aber dieselbe Form von Schwierigkeit, es wird dadurch nicht leichter. Man braucht diese 3 Level-Ups hier nicht, das war wirklich nur, um die Attacke zu kriegen. Und ja, man hätte auch Doppelteam natürlich benutzen können, unter anderem. Allerdings ist das verboten in meinen Runs, beziehungsweise nur nutzbar als letztes Mittel, weil das ist komplett lächerlich.
Mit Doppelteam kann jedes Pokémon praktisch alles schaffen und dann kann man sich Challenge Runs von vornherein sparen, deswegen nehme ich von der Attacke immer Abstand. Ja, aber am Ende des Tages ist es so gekommen, wie ich erwartet hatte. Suicune hatte definitiv den leichtesten Run hier, vor allem gegen Siegfried war das einfach mega gut aufgestellt. Raikou hat es zumindest geschafft, ohne Rare Candies einzusetzen, Trainer Rot zu besiegen. Und Entei hatte eigentlich heute einen relativ angenehmen Run, zumindest in relativ guten Teilen. Und auch Siegfried lief eigentlich ganz gut. Aber ja, Trainer Rot ist halt ohne Level nicht denkbar gewesen und ich halte das wirklich für mathematisch praktisch undenkbar. Also so an Turtok vorbeizukommen ohne Angeberei, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Selbst für Berserker gehen, naja, es ist dermaßen unwahrscheinlich, dass es ein Mensch niemals hinbekommen würde. Man müsste viel zu viele Coinflips gewinnen. Der Kampf dauert einfach zu lange. Aber gut, eure Meinung zu dem Run hier, gerne in die Kommentare. Ich kann damit konfirmen, alle drei Raubkatzen schaffen das pazifistisch, aber Entei braucht hinten raus zumindest ein paar Rare Candies. Ihr könnt mir gerne weitere Runs vorschlagen, die ich hier mal machen soll und folgt mir auch sehr gerne auf Twitch, wo ich meine Runs hier regelmäßig livestreame, kommt da gerne dazu und da würde ich sagen, Leute, sehen wir uns bei kommenden Videos. Es ist natürlich sehr, sehr viel geplant. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind, deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates, deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.